Maria, hast du gewusst? Mary, did you know? Der bekannte Song, wunderbare Überleitung. Ich behaupte, Maria hat viel mehr gewusst, als man vielleicht einfach so im ersten Moment annimmt. Maria ist aufgewachsen als Mädchen, junge Frau, mit der Erwartung, der Messias kommt, der Retter wird kommen in die Welt hinein und wird sie und ihr Volk erlösen. Er wird die Heilung bringen, die sie brauchen. Er wird die Erholung, die Ruhe, den Frieden bringen, die sie brauchen. Und einige haben auch noch gehofft, dass sie politische Lösungen bekommen und sie von, befreit werden von der römischen Besatzung. Was für ein krasser Moment, wo die junge Frau, ich würde jetzt mal sagen, ich stelle mir vor, sie war irgendwo vielleicht auf dem Feld gewesen, oder beim Abwaschen, Kleider zusammenlegen, irgendwo etwas völlig Alltägliches gemacht hat. Und der Engel erscheint und sagt, Maria, du Auserwählte. Was für eine Gottesbegegnung. Der Engel repräsentiert Gottes Gegenwart. Er ist als Beauftragter gekommen, hat ihr eine Begegnung geschenkt und sie auserkoren und gewählt. Und Maria, ihre Antwort ist, ich gehöre dem Herr. Ich bin bereit. Es soll so mit meinem Körper passieren, was immer du jetzt gesagt hast, will Gott tun. Ich muss vielleicht das mal so ein bisschen sacken lassen. Was heisst das? Vom Kontext her, also Maria war verlobt und sagt, jawohl, ich bin bereit, schwanger werden, nicht mit meinem zukünftig Versprochenen. In einer Kultur, wo, wenn man schwanger worden ist, eine Möglichkeit bestanden hat, dass man gesteinigt wird wegen Ehebruch. Oder aber sofort hat müssen heiraten. Das Potenzial von alleinerziehenden Mama sein, in einer der Vater vielleicht abhaut. Sie hat ja gesagt zu Schwangerschaft, zu einem Baby in sich hinein, wo sie gewusst hat, das ist nicht von ihrem Verlobten. Mit dem Risiko, dass ihre Verlobte sie wird verlassen. Wie bringe ich das denn bei? Wie erkläre ich das? Dass ich sage, Gott ist gekommen und hat gesagt, ich darf den Messias empfangen. Wird er mir glauben? Dann war sie auch unerfahren gewesen, Schwangerschaft und Geburt. Hat das noch nie erlebt. Das ist auch ein gewisses Risiko. Könnte man sagen, ja, jemand, der erfahren ist, eine Frau, die das schon mal durchgemacht hat, die weiss, zu was sie Ja sagt. Sie hat zu etwas Ja gesagt, wo sie keine Ahnung hatte, menschlich gesehen, aus Vernunft, wie das sein wird, was ihre Zukunft für die aussieht. Familientechnisch. Ist da jemand, der sich um mich sorgt? Wie wird meine Familie, was sagen meine Eltern? Und in dem ganzen Trubel inne ist die Hingabe, und das ist mein Thema für heute Morgen, all in. Maria gesagt, was immer du gesagt hast, mein Körper gehört Gott. Das Gefäß stelle ich ihm zur Verfügung. Wenn er den braucht für den Messias, soll das so passieren. Mit dem tiefen Vertrauen, dass Gott sich auch darum kümmert, wie der Plan weitergeht. Gott hat ihr nicht versprochen, dass es ein bequemes Leben wird und die den Messias wird, gebären, dann nachher mit dem Rolls-Royce durch die Gegend fährt und Villa überkommt und geliebt ist von allen, weil alle erwarten ja den Messias, sie wird sicher gefeiert werden und das Kind wird auch umjubelt werden und alles wird Paletti. Sie wird dann, wie soll ich sagen, eine Queen-Mama, weil der Messias ist ja der erkorene König. Das ist alles nicht verheißen worden, aber die Verheißung von Gott, das Baby dürfen auszutragen, die Begegnung hat sie dazu veranlasst. Und ich glaube auch, Gott hat sie auserwählt, weil er das Herz gesehen hat. Sie war rein gewesen, rein geblieben. Sie hat noch keinen Sex mit dem Josef. Das hat es manchmal auch gegeben. Man hat sich verlobt. Das war ja schon versprochen gewesen.
Sie war darin auch treu gewesen, gemäss dem Wort und dem 10 Gebot, das sie ja schon hatten. Maria, behaupte ich, oder mir ist eine, ich muss anders sagen, mir ist eine neue Liebe und Ehrfurcht für die Frau in meinem Herz gewachsen. Und ich sage, für mich ist sie die wichtigste Person nach Jesus Fleischwerdung von den Menschen in der ganzen Bibel. Wenn Maria Angst gehabt hat und Nein gesagt hat, wenn Maria Ja gesagt hat und nachher der Angst Raum zugelassen, wie alles wird, wenn sie Misstrauen zugelassen hat und nicht in dieser Hingabe geblieben wäre. Ich bin der Maria so mega dankbar. Manchmal habe ich das Gefühl, so in der Reformation haben wir gerade das Kind mit dem Bad ausgeschüttet von der Maria, die so einen prominenten Platz, vielleicht von außen betrachtet, manchmal too much, an gewissen Orten ist es too much von Verehrung und Anbetung geschieht. Irgendwo wieder, ja, sie war ja nur eine Frau gewesen. Für mich ist sie die demütigste und hingebendste Person in der ganzen Bibel. Und ich will nicht einmal vergleichen gehen, aber ich will einfach mal sagen, sie hat eine Schlüsselrolle in dieser Hingabe und Demut gehabt. Immer wieder sind es Menschen gewesen und so ist die ganze Geschichte entstanden, wo man gesehen, wo Gott gebraucht hat und Geschichte geschrieben hat, damit der Retter kommen kann. Wenn man Maria mit der Eva vergleicht, eine andere Frau, perfekt, rein, Garten, Eden, paradiesisch, alles. Und da kommt die Schlange und schafft es ihrem Herzen, Misstrauen zu sehen, wo vorher Hingabe war, und sagt, bist du sicher, dass es Gott gut meint mit dir? Willst du nicht so sein wie er? Und sie vergisst völlig, dass sie bereits schon ist wie Gott. Sie ist ein Abbild von Gott. Und der Finn sagt, möchtest du nicht so sein wie Gott? Sind ihr sicher, dass es gut meint? Er gut meint. Bist du sicher, dass du sterben wirst? Ich denke, da ist etwas, der hat aus egoistischem Motiv gehandelt. Der tut euch etwas vorenthalten. So die Eva, die Misstrauen Raum gibt und ihre Hingabe an Gott und Gemeinschaft oder die Verbundenheit verlässt und was dann Misstrauen alles geführt hat, mit der Adam reinnehmen und sie haben sich eins gemacht in dem Misstrauen. Also der Adam hätte dort auch können sagen, nö, mache ich nicht mit, hey Eva, jetzt hast du Müll gemacht, jetzt müssen wir Gott suchen, wie lösen wir das Ganze? Er hat sich eins gemacht mit ihr. Und Jesus wieder, oder Gott wieder, eine Frau auserwählt, um die Rettung von dem, was Eva gemacht hat, die Rettung bringen, dass die Menschheit gerettet werden kann und wieder in die Verbindung kommen mit Gott. So, Gottes Furcht bei der Maria war grösser als Menschenfurcht in dieser ganzen Gesellschaft von der Zukunft. Wie kann das sein? Was passiert, wenn? Eine zweite Person, die ich absolut gern habe und so schätze und im Stammbaum von Jesus auch vorkommt und älter ist als Maria, ist der David. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut und ich habe immer so die Kinderbibelgeschichten, Bilder vor mir, was heisst, der David hat getanzt vor der Bundeslade in der Unterwäsche. Das wird so gezeichnet, oder? So mit einem Ländenschurz dann noch. Und als ich die Bibelverse lese, bin ich völlig erstaunt gewesen, dass da steht, umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Ich dachte, was, ein Priesterschurz? Also keine Unterhose. Der hat ein Priestergewand angehabt. Neumann heisst mit einem Brustgewand. Also der war bedeckt gewesen. Aber was ist der Punkt? Der David hat das Leben von all in gelebt. Hingab, wenn immer Schwierigkeiten gegeben hat, bei jeder Herausforderung, hat sich der David dem Herrn zugewendet. Immer. Der Saul macht Jagd auf ihn, obwohl er der verheißene König ist. Er wendet sich dem Herrn zu und tut nicht eigenmächtig umsetzen an der Verheißung, was Gott ihm gegeben hat. Sein eigener Sohn zettelt eine Rebellion, einen Umsturz an. Er geht hin und sucht Kraft und Stärkung beim Herrn. Sein Sohn stirbt,
Er sucht Trost und Heilung von seinem Herz und Hoffnung wieder beim Herrn. Er sündigt. Das ist die einzige Sache, die Bibel erwähnt, dass er nicht gemäss dem Herz von Gott gelebt und gehandelt hat. Wird überführt. Der Prophet kommt, deckt das auf und er erkennt, wow, ich habe gesündigt vor Gott. Er sagt nicht, ich habe gesündigt vor den Menschen, er sagt, ich, Gott, ich muss etwas klären. Und er fängt an, Gottes Gegenwart zu suchen, Buße zu tun, umkehren und findet wieder den Frieden und findet die Vergebung. Wo er ja in den Krieg ausgezogen ist, und zurückkommt mit seinen Männern und das ganze Lager von ihnen, das ganze Dorf ist plündert. Alle Frauen weg, alle Häuser weg, alles Vieh weg, ist einfach alles weg gewesen. Und sie kommen gerade erschöpft aus dem Kampf zurück. Und das ist so die ultimative Krise, dass die eigenen Soldaten anfangen, ihn anklagen und sagen, wegen dir haben wir verloren, wegen dir, du bist schuld. Und es heisst, und David stärkte sich im Herrn. Das ist, wow. Jetzt zurück zu dem Tanzmoment, wo auch wieder so ein All-in-Moment ist. Die Geschichte ist ein bisschen länger, ich versuche sie zusammenzufassen. Der David hat auf dem Herz, die Gegenwart von Gott wieder in die Stadt von Jerusalem zu holen. Und sie machen das, fangen das an und der Wagen droht zu kippen. Und einer findet, er ist kein Problem, das ist die Ausnahme, dass man mit der Gegenwart von Gott anders umgehen kann. Er berührt die Bundeslade und stirbt augenblicklich. Es ist beschrieben, der nötige Ehrfurcht vor Gott hätte dir gefehlt. Und dann der David kommt, das heisst, es ergreift ihn, es wurde David heiß vor Schrecken. Andere Übersetzung heisst, er brannte. Aber ich glaube, das Feuer von Gott ist über ihn gekommen und der Schrecken ist es ehrfürchtig erkennen, wie heilig und wie gross Gott ist. Und er hat sich neu ausgerichtet, wie um alles in der Welt. Was soll ich jetzt mit dieser Bundeslade machen? Ich will sie nur mit dem richtigen Herz nach Jerusalem bringen. Und er hat sie zu einem Mann Gottes zwischenlagern lassen, um zu schauen, was passiert, was ist die Frucht davon. Das heisst, dem geht es gut, der hat Segen erlebt und alles. Und dann passiert ihm Davids im Herz etwas. Es heisst, die Furcht von Gott hat ihn ergriffen und mit Freude. Ganz spannend. Also die Furcht von Gott ist nicht Angst vor Gott, sondern seine Grösse, seine Stärke erkennen, seine Liebe erfahren und Freude ist ein Ausdruck. Und er sagt, und jetzt lasst uns die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Er organisiert die ganze Band, alle all in. Und es scheint, dass er sich ein Priestergewand anlegt. Er als König. Sagt, heute bin ich nicht König, ich bringe nicht als Herrscher Gegenwart Gottes, sondern als Priester. Und Priester heisst Diener, Vermittler, sich auslehren vor Gott. Und er legt das Priestergewand an und tanzt in Ekstase, tanzt heisst mit aller Macht. Also nicht Esther, wie fühlt sich das an? Was heisst mit aller Macht tanzen? Ich glaube, es ist die körperliche Kraft, all in. Aber es ist auch die emotionale und die geistliche. Es kommt alles zusammen. Und unter der Kraft Gottes tanzt der David. Und es spielt ihm keine Rolle mehr, was Menschen denken. Ob er König ist und als König sich jetzt wie ein Narr verhält oder nicht. Und seine Frau Michal beobachtet ihn und es heisst, sie hat Verachtung in ihrem Herzen gegenüber ihrem Mann. Irgendwo ist das Bild von der ruhmreichen Held und wo sie als Preisgeld war für den Goliath. Es ist eigentlich Belohnung für seine Heldentaten und der Held jetzt leert sich aus und gibt sich hin als Diener vor dieser Bundeslade und tanzt völlig von der Rolle, was ihrem Herz leider ich sage, Verachtung zugelassen hat. Die Hingabe von David war grösser, Gottes Furcht war grösser als Menschenfurcht. Die
All in Jesus. Jesus ist hundertprozentig Gott und hat sich erlaubt, 100% Mensch zu werden. Komplett. In ein menschliches Gefäß von der Maria inne. Da ist so viele Möglichkeiten, von, dass es schief gehen könnte. Wirklich, ich finde das so krass. Geburt ist ein Moment, wo so nah Leben und Tod und Risiko und in dieser Zeit auch mit Infektion und, was alles könnte daneben gehen. Und Gott sagt, ich habe ein Gefäß gefunden von Hingabe. Ich werde Samen in die Frau und ich werde ein Baby, wo einfach mal ein paar Jahre unmündig ist und Menschen ringsum verantwortlich sind, dass das Baby gross wird. Ich versuche das mir so vorzustellen. Und jetzt ist Jesus 100% Gott und 100% Mensch. An ihm und ihm ist keine Sünde und Tod hat keine Macht über sein Leben. Einfach nicht. Er ist nicht unter dem Fluch. Der Feind hat keine Macht über Jesus. Und da heisst es, und das finde ich ein Vers, wo ich bin noch nicht sicher, ob ich die Tiefe wirklich gecheckt habe, aber ich tue noch einmal so ein bisschen mitnehmen. Im Johannes 10, 18 heisst es, Jesus sagt, dass er die Türen ist, dass er der Weg ist und dass er die Wahrheit ist. Und dass es ihn braucht, zum Vater im Himmel zu kommen. Und dann sagt er, niemand kann ihm das Leben nehmen. Du denkst, okay. Ausser er gibt es von selber. Heisst, niemand hat Jesus können töten auf Erden. Keine Krankheit, auch nicht andere Menschen, weil der Tod keine Macht über sein Leben hatte. Ausser Jesus sagt, ich übergebe mein Leben. Ich setze es ein. Also Johannes 10, 18 steht es. Das ist nicht von mir erfunden. Ich dachte, wow, das habe ich so noch gar nicht bewusst gehabt. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Im Lukas 23, 46, darum muss Jesus am Kreuz sagen, ich übergebe dir mein Leben. Sonst wäre er nicht gestorben. Ja? Vielleicht schüttelt es gerade ein bisschen in der Theologie oder in der Vorstellung. Jesus musste sagen, ich übergebe dir meinen Geist. Heißt, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, starb er. Er musste sein Leben, seinen Körper hingeben, damit er gefoltert werden und die Verletzung erleben. Jesus hat in tiefster Gottesfurcht gelebt und hat sich nie von anderen Ängsten und Meinungen leiten lassen. Jesaja 11,2 steht das. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Es gibt einen Geist von Gott, der Geist des Furcht und Furcht, der Geist der Furcht des Herrn. Das ist ein Geschenk, weil das ist eine Erkenntnis, eine Befähigung, eine Ausrüstung, können Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Und ihnen so, ich sage jetzt mal in einem Bildausschnitt, ihnen so hundertprozentig meine Perspektive ausfüllen lassen, dass nichts anderes mehr Platz hat. Dass ich mich nur darum kümmere, was er denkt, was er sagt, was er will. Weil das so grossartig ist für mein Leben. Und es kollidiert mit unserem Verständnis von Angst oder von unseren Erfahrungen. Aber was ist, wenn ich gleich irgendwo, muss ich nicht nur für mich selber sorgen, was ist, wenn ich wirklich mein Leben ihm hundertprozentig einfach hingebe und in allem ihm vertraue? Wow, aber was ist, wenn? Da ist das Misstrauen, das die Schlange sagt und versucht, Beziehung zu trennen. Die Konsequenz von Misstrauen ist immer Disconnection. Es ist immer eine Trennung in der Beziehung.
Und Gott, der einlädt, oder Jesus sagt, ich bin Türe, komm durch mich zum Vater. Lasst uns ein, ist all in mir. Im Römer 12,1, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftsgemäße Gottesdienst. Und wenn man jetzt ins Wortwörtliche geht, also ich bin die NGÜ noch schauen, und dort hat es eine Fußnote mit wortwörtlich übersetzt. Ich fordere euch nun auf, Geschwister, aufgrund von Gottes Erbarmen, eure Körper als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Das ist euer geistlicher, wahrer Gottesdienst. Gottesdienst, yes, Amen. Gottesdienst ist weniger da zusammenkommen und miteinander feiern, als alleine oder zusammenkommen. In dem Moment sagen, Jesus, da bin ich. Du allein. Du allein. Wie Maria, ich bin deine Sklavin. Also das Wort Magd dort ist Sklavin. Ich bin an dich verkauft. Ich habe mich dir geschenkt. Du kannst mit mir machen, was immer du willst. Und es braucht ein hundertprozentiges Vertrauen. Und ich weiss, dass unser Herz durch Erfahrung gelernt hat, dass man sich um sich selber kümmern muss oder selber schützen und Angst hat. Aber ich weiss, dass Gott unser Denken und unser Herz verändern kann. Dass wir befähigt sind, ihm können so vertrauen, wie Maria vertraut hat. So vertrauen, wie Jesus ihm vertraut hat. So vertrauen wie der Paulus, der Petrus, der David und, ihm nachgefolgt sind und vertraut haben. Wir sind gestorben und auferstanden mit ihm in der Wassertaufe. Also mein Leben ist gestorben. Ich weiss, dass wir über Jahre, habe ich auch immer wieder den Satz gehört und auch lange selber gebraucht, ich habe das angefangen zu ändern, von, willst du Jesus in dein Leben aufnehmen? Ich wünsche mir, dass mir die Aussage verändert, weil es hat so den Aspekt von, ich habe mein Leben und Jesus will dich drin aufnehmen als ein Teil davon. Ich weiss, dass das nicht unsere Meinung war, oder meine, wenn ich das gesagt habe, aber ich habe gemerkt, eigentlich lohnt es sich viel klarer und radikaler zu fragen. Willst du dein altes Leben ablegen und ein komplett neues bekommen? Willst du sterben, damit du leben kannst. Weil das ist die Botschaft, das steht in der guten Nachricht. Es ist ein Sterben, nicht mehr ich. Ich, fertig, gestorben. Und das ist eine Taufe. Ich stehe runter in das Begräbnis und im Glauben werde ich wieder auferweckt und komme sein Geist über. Im Römer heisst, den Geist Christi aber habt ihr empfangen. Und es ist ein riesiger Unterschied, als ich habe eine Jesus als eine Edition, eine Ergänzung oder eine Dekoration oder ein Nice to have in meinem Leben, als ich gehöre nicht mehr mir, sondern ich gehöre ihm. Braucht das Vertrauen oder ist ein Ausdruck? Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, wir können übernatürlich Vertrauen empfangen und gleichzeitig ausdrücken, dass wir ihm hundertprozentig vertrauen. Was immer er mit meinem Leben anstellt, wird gut sein. Auch durch Schwierigkeiten durch, wird es gut sein. Weil die gute Nachricht kostet de facto jedem Menschen sein Leben. Wirklich. Zum ewigen Leben musst du sterben. Dann denkst du, kann nur Gott erfinden, so etwas. Das ist wie ein Paradox, oder? Stirb, damit du kannst leben. Es ist das Samenkorn. Ich habe in den letzten Monaten das Thema gemalt für eine Ausstellung. Es ist das Samenkorn in die Erde gehen, sterben, damit Leben kann entstehen. Wenn wir die Samenkörner oder unser Samenkorn behalten aus Angst, wird nie das Leben daraus rausfliessen, wo Gott gedacht hat. In die Erde begraben, Wasserlicht bringt es zum Sprüssen. Jeder, der ihn glaubt, dem wird das neue Leben geschenkt. Und der neue Geist von ihm ist designed, in Gottesfurcht zu leben. Und das ist der Schlüssel. Du kommst den neuen Geist über und dem fällt es so einfach. Der will, der kennt gar nicht an, der kommt ja von Gott. Das ist sein Design. Der ist perfekt, der ist rein, der Geist Christi.
Der will anbeten. Dem ist es mega easy, Gott zu folgen. Und meinem neuen Geist Raum geben und sagen, regier du, leid du. Das nennt die Bibel Leben im Geist und ist ein normaler Lebensstil. Sollte ein normaler Lebensstil sein von einem Christ. Weil es ist das DNA. Im All-In hat's auch ein, ist auch eine Möglichkeit für, wie soll ich sagen, durch Schwierigkeiten durchgehen. Im Jakobus 4,7, das Wort dort unterwerfen ist Kapitulation. Lehr dich ganz Gott hin, zu seinen Füßen. Kapitulier. Und während du ihn so anbetest, tust du gleichzeitig empfinden widerstehen. Und wenn du in dieser Anbetung und Hingabe bleibst, muss er flüchten. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil er kann gar nicht in dieser Gegenwart bleiben. Er hält sie gar nicht aus. Es ist kein Platz für ihn. Die Zone, in dieser Hingabezone, ist findesfrei. Das ist gerade die zweite Folie. Dort der Bibelvers. Das Volk Gottes hat das erlebt. Das ist ja immer so ein schönes Bild im Alten Testament. Im Alten Testament passieren viele Sachen, die ein Bild sind für das geistliche Leben im Neuen Bund. Also 2. Chronik 15,15. Weil sie sich mit ganzer Hingabe dem Herrn zugewandt hatten, wandte auch er sich ihnen zu und gab ihnen Frieden an allen ihren Grenzen. Mega. Also wenn du Frieden willst an deinen Grenzen, Hingabe an Gott und ihn anbeten, seine Zuwendung erleben, das, was du von Gott erwartest und wie du ihn siehst, wirst du erfahren. Wenn du einen Retter brauchst und zu ihm gehst, wirst du ihm als Retter begegnen, wird er dir als Retter begegnen. Das heisst, wenn du krank bist und einen Arzt brauchst, wird er dein Arzt sein. Wenn du angegriffen bist und ihn suchst, wird er deine Burg sein. In den Psalmen immer wieder, du bist meine Festung, du bist meine Burg, du bist meine Zuversicht, in dir bin ich sicher. Ich habe über das Nest predigen gehabt, das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Ich habe gesagt, Jesus, eigentlich predige ich immer das Gleiche. Aber irgendwo aus einem anderen Aspekt heraus. Schlussendlich ist es all in Jesus. Vielleicht haben die einen oder anderen die Info mitbekommen, von Massnahmen, die wir in der Gemeinde entschieden haben, aus wirtschaftlichen Situationen, und ich bin eine von den Betroffenen. Und vorab hat Jesus mich gefragt, Ruth, bist du bereit, loszulassen, deine Bezahlung in der Gemeinde, um mir zu vertrauen? Und ich habe gewusst, ja, ich will unbedingt, und gleichzeitig, wow, was heisst das? Oh, krass, was heisst das für unsere Familie? Ich habe immer noch keine Ahnung, wie es wird, aber ich habe mich entschieden, einfach ihm vertrauen. Mein Leben gehört ihm. Er weiß es besser. Mein Verstand hat nur aus Erfahrung gelernt in meinem Leben. Und er ist Geist. Er sieht die Zukunft. Er weiß es so viel besser. Wer bin ich, dass ich das Gefühl habe, ich könnte es wissen? Wenn mein Verstand nur vergangenheitsorientiert Schlussfolgerungen kann ziehen und mit dem versuche ich mir irgendwo die Zukunft zu planen. Weil das dort und dort so und so passiert ist, ähnliche Situation, also tue ich mich so und so verhalten. Der ist ja gar nicht designed, der kann unmöglich Zukünftiges erahnen, einordnen, noch Geistliches irgendwie richtig auswerten. So all in uns, Hingabe, Kapitulation an ihn, das ist der Schlüssel für alles und alle Durchbrüche in unserem Leben. Ich komme ein Newsletter von einem Pastor über, der ungerechtmässig, wirklich unschuldig, der ist ausgewandert in die USA und durch falsche Beschuldigung haben sie ihn gepackt und die Untersuchung in Haft gesteckt. Also es sind lächerliche Sachen, wirklich. Der sitzt unschuldig im Gefängnis und es ist ein riesen Zeug mit Verleugnung und Sachen, die falsch aufgeschrieben sind und. Seit 5 Monaten sitzt er im Gefängnis und es sieht nicht aus, als würde sich im Moment etwas ändern. Und er schreibt in seinem Rundbrief, hey Leute, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, was alles läuft und
Aber ich vertraue Gott, dass er es gut meint. Dann sagt er, wie der Paulus, das könnte ein Bibelvers sein. Bleibt stark, diene unserem Herrn Jesus und wisst, dass Gott es in der Hand hat. Wir vertrauen auf ihn, dass er mich zur rechten Zeit herausholen wird. Und wir freuen uns auf die Frucht, die daraus entstehen wird. Denn wir wissen, dass Gott dies nutzen wird, um sein Königreich zu vergrößern. All in. Findet er es bequem? Nein. Er vermisst seine Familie megamässig, Frau und Kind. Wird ihm Unrecht da? Ja. Er hält fest und sagt, ich stärke mich im Herrn. Er hat inzwischen Bibelgruppen gegründet, einen Gefangenen, der ihm gesagt hat, hey, ich habe gebetet, dass jemand kommt und mich lehrt. Und dann kommt, wow, ist auch noch ein Job beschrieben. Jesus sagt, ich brauche da jemanden. Ich weiß es nicht, es sind viele Fragen, die ich habe. Gibt 3-mal im Tag inzwischen Teachings und sie... Menschen, die ihr Leben Jesus geben, in dem Gefängnis. Und trotzdem, bleibt stark, diene unserem Herrn Jesus und wisse, dass Gott es in der Hand hat. Also ist die Aufforderung Anbetung, Trotz und Will. Wenn man voller Freude ist und jubeln kann, das ist einfach, oder? Wenn beschenkt wird, wenn sich Kinder das Geschenk bekommen, wow, Mami, du bist die Beste, danke vielmals. Wenn Papa Gott mich beschenkt, wow, Daddy, ich liebe dich, das kommt automatisch. Was weniger automatisch kommt, wenn es rebelt und tut ringsum und du denkst, wow, es überwältigt mich. Aber der Heilige Geist sagt, arbeite trotzdem, tu trotzdem. Jetzt erst recht, weil jetzt brauchst du es. Es katapultiert dich in die Gegenwart. Wenn du anbetest und dich hingibst, und zwar meine ich mit ganzem Herzen, von, sag mir, was immer du willst, lehre mich, was immer du willst, radikale Ehrlichkeit dir selber gegenüber, dann hat beleidigt sein keinen Platz mehr. Sich verletzt fühlen hat keinen Platz mehr. Sich gekränkt fühlen. Wir haben so eine Gesellschaft entwickelt, durch Social Media ganz verstärkt, sodass oh, ich fühle mich jetzt gerade beleidigt, der hat irgendwie die Farbe getragen oder der hat ein Statement gemacht oder und da wird gerade drunter geschrieben und so, ich bin gekränkt und fühle mich diskriminiert und. Sagen, wow, arbeiten, Hingabe, das hat keinen Raum mehr, das ist eine Freiheitszone, wo nichts von der Hölle Platz hat, nichts, wo nicht mit Jesus sich eins machen kann. Seinen Impulsen folgen, in seinem Frieden bleiben. Und Verstand und Gefühl dürfen sich und sollen sich unterordnen. Das heisst nicht, dass du Gefühl musst verleugnen, sondern dass du durch Anbetung eine neue Perspektive brauchst, trotz deiner Gefühle. Ich tue nicht meinen Seelenzustand verleugnen und verdrängen und unterdrücken und irgendwann explodiert, sondern sage, okay, ich fühle mich so, aber ich gehe hin und bete ihn an. Kostet Tränen? Ja. Manchmal kann ich lachen, ja, aber es hilft mir, Perspektiven zu gewinnen von ihm, trotz der Umstände. Es ist so ein Hammer-Predigt-Ausschnitt. Die habe ich weiss den Prediger leider nicht, den habe ich nicht herausgefunden, aber es ist von einer Church on the Move. Hat dort einen Prediger, ich habe nur eine Message gehört. Und er sagt, Anbetung ist wie ein Mantel. Also heute Morgen, ich weiß nicht, wer mutig war, ohne Jacke rauszugehen. Minus 6 Grad. Gestern habe ich gedacht, ja, ich tue nur schnell das Nachbarsmädchen von der Tür, die 20 Meter bis zum Haag begleiten und wieder zurück. Und ich bin reingekommen und Kälte bis auf die Knochen. Ich habe keine Jacke angelegt. Ich dachte, das geht nur schnell und so in die Finke geschlüpft und die Taschenlampe mitgenommen, weil es dunkel war. Ich dachte, Scheibe, eiskalt. Ich sagte, wow. Und dann musst du die Kleider so ein bisschen schütteln, dass die Wärme wieder reinkommt, oder? Anbetung ist wie ein Mantel, wo du anlegst, wenn es draußen kalt ist und regnet. Ändert der Mantel das Wetter? Nein, überhaupt nicht. Aber es ändert mich. Es rüstet mich aus, durch den Umstand durchzugehen. Das ist mein Reitmantel, der ist richtig kuschelig und warm, sage ich euch. Ich habe noch nie gefroren in dem. Der Mantel ändert nichts am Wetter.
aber er verändert dich im Wetter. Anbetung ist die Art und Weise, wie du dich für eine entmutigende Welt kannst kleiden. Anbetung, Hingabe, ist die Art und Weise, wie du deinen Fokus änderst und Sachen kannst auf die Seite tun, die dir Sorgen machen. Und dich, Sachen, die dich entmutigen, weil du Jesus erhebst, kommt über dich wie ein Mantel, der dich schützt. Und da können Leute dich angreifen, verletzende Sachen, ob das mutwillig ist oder nicht, spielt nicht mal eine Rolle. Sie können Sachen sagen und du merkst, es ist wie Regen, der aussen runterfließt. Wow, das verletzt mich gar nicht. Menschlich gesehen würde es aber. Aber wow, Jesus, es trifft ja dich. Oh, danke für deine Gegenwart. Anbetung ist die Art und Weise, wie du deinen Fokus änderst und Sachen auf die Seite schiebst. Du setzt Jesus zurück auf den Thron und sagst, mein Körper ist dein Tempel, wo du drin wohnst. Und du sagst, du bist König, ich folge dir und glaube, dass du alles souverän in der Hand hast. Keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber wenn du Jesus erhebst und ihn anbetest, ist es, als würdest du eine Jacke anlegen, im Regen oder im Schnee, in der Kälte. Und die gleichen Bedingungen sind aussen immer noch dran. Die gleichen Umstände sind immer noch da. In deinem Leben. Aber was dich gestern noch erdrückt hat und abgedrückt hat, wird heute zu etwas, wo du drinnen trotzdem kannst gedeihen und warm haben. Die Schweizer sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Dürfen wir das mal übertransferieren von sagen, Anbetung ist gute Kleidung, die richtige Funktionskleidung in den widrigsten Umständen. Ich möchte euch einladen in ein Gebet. Ich habe es auf Folie geschrieben, ich habe mir Gedanken vorab gemacht und bitte dich, dass du gemäss deinem Herz mitbettest. Das heisst, wenn es einen Satz drin hat, den du findest, der geht gar nicht, dann lass ihn weg. Du musst nicht wegen mir. Aber es ist wie eine Möglichkeit, eine Einladung, und ich glaube, der Heilige Geist wird ziehen, komm zu mir, empfang den Mantel, empfang die Ausrüstung, in deinen Umständen können weiterzugehen. In deinen Umständen zu gedeihen, Frieden empfangen, Freude empfangen, Weisung empfangen. Es ist ein Gebet zum, ja, ich sage, Buße tun und Vergebung beten Gott. Und Hingabe auszudrücken. Und dann wird die Band mit uns das Lied singen, Surrender, was ich habe geschaut, ob es das irgendwie auf Deutsch gibt. Leider nein. Aber wir haben einen Text, der eingeblendet ist, was heisst, ich gebe dir mein ganzes Leben ein. Und dann werden wir in die Anbetungszeit gehen. Und ich dich einladen, probier aus, wenn du irgendwie Blockade, irgendeine Angst spürst, nimm die, trag die hin und sagst, Jesus, da. Verändere mich jetzt, mein Denken, mein Sein, alles, was ich brauche. Ich will so sein wie du, Jesus. Total abhängig vom Vater. Total hingeben wie Maria. Vertrauen, dass du das Beste meinst für mich. Ich will das Misstrauen ausräumen im Namen Jesus. So, wir können es laut miteinander beten. Gerade miteinander muss ich nicht vorbeten, sondern so. Vater, ich komme zu dir im Namen Jesus. Ich lege alle Stolz, alle Dickköpfigkeit und Überheblichkeit ab vor deinen Füßen. Vergib mir, dass ich meine Probleme selber lösen will. Vergib mir meine Übereinstimmung mit Menschenfurcht und Zweifel. Vergib mir mein Eismachen mit Furcht vor der Zukunft. Vergib mir mein Misstrauen dir gegenüber. Jetzt ist ein Satz, wo du kannst etwas einfügen kannst. Vergib mir. Mach
mach es genug laut, dass deine Ohren hören. Vergib mir. Dann gehen wir zum Nächsten. Danke für deine Treue und dass du mir vergibst und mich reinigst von aller Ungerechtigkeit. Zeig mir deinen Weg, lehr mich deinen Pfad. Ich mache mich eins mit deinen Plänen für mein Leben. Ich sage Ja zu dir als mein Zufluchtsort. Ich gebe dir mein ganzes Leben, all meine Gefühle und meine Weisheit. Ich weihe dir meinen ganzen Besitz und Reichtum, meine Zeit und meine Familie. Ich bete dich an, dich allein. Ich danke dir, dass wo du bist, da ist die Fülle von der Freude. Und der Find von meiner Seele muss flüchten, weil ich mein Herz dir übergebe. Amen.